So, Freunde des Internets, ich möchte euch heute mal was ganz anderes vorstellen, nämlich ein Magazin. Viele von euch werden es kennen, sicherlich nicht alle. Die App Store Bibel, das ist ein Sonderheft von MacLife. Es gibt auch die iPhone Bibel und die Mac Bibel. Aber in der App Store Bibel geht es halt nur um Apps. Für iPhone und iPod Touch steht hier oben. Der Aufmacher von der Ausgabe 3, das hier ist Ausgabe 3, die neueste, lautet 333 brandneue Anwendungen. Könnt ihr vielleicht lesen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so rüberbringt. Vielleicht könnt ihr es auch nicht lesen. Das Ganze kostet 5,90 € und erscheint viermal im Jahr, soweit ich weiß. Gut, ich habe mir die heute Mittag gekauft. Und ich möchte mit euch einfach mal nur ganz kurz durchblättern, damit ihr nur so einen kleinen Überblick bekommt. Ja, Inhaltsverzeichnisse und so, klar, braucht man ja irgendwie nicht. Hier vorne, das fand ich interessant, alle iPhone-Modelle in der Übersicht. Steht was Kleines über die erste Generation, über das iPhone 3G und über das iPhone 3GS. Und dasselbe gibt es hier für den iPod Touch, erste, zweite, dritte Generation. Da erfahrt ihr immer so ein paar Infos. Habe ich durchgelesen, fand ich sehr interessant. Ja, steht hier immer so ein bisschen Quatsch. Aber hier, das finde ich gut, die testen ja die Apps und hier erklären sie, wie sie es testen. So testen wir iPhone-Apps, wie die Überschrift schon sagt. Die vergeben immer 5 Sterne. Also, wenn die App gut war, dann bekommt sie 5 Sterne. Ja, und hier sagen sie, nach welchen Kriterien sie vorgehen. Dann geht's ja vorne auch los, dann gibt's hier Neuheiten oder die Lieblingsspiele der Redaktion. Ja, ganz lustig mal zu erfahren, was die so spielen. Monopoly ist dabei. Und danach geht's dann richtig los. Es gibt einen Haufen Kategorien, es fängt an mit Actionspiele, dann geht's bis Adventure-Spiele und ihr seht, jede Spalte ist eine App. Unten ist die Bewertung mit den Sternen, dann steht da, was es im App Store kostet. Die App Store Bewertung steht da und die Bewertung von dem Magazin. Die sind manchmal ganz schön unterschiedlich, aber manchmal stimmen die auch total überein. Müsst ihr euch überraschen lassen. Und in den Spalten dann steht da halt was über die Apps, was die Leute denken, was verbessert werden kann, was gut ist und so weiter. Das kennt man ja. Und es gibt insgesamt 111 Seiten. Nur über Apps mit verschiedenen Kategorien, immer etwa 4 Seiten pro Kategorie. Ego-Shooter, Shoot'em-up und so weiter, Brett- und Kartenspiele. Es gibt alles, Fitness, Geschicklichkeitsimitator, alles mögliche, Lernspiele, Spiele für Kinder, Ein-Fingerspiele heißt diese Kategorie. Dieses Orbital V10.1. Was ihr hier seht, ich glaube, das könnt ihr nicht gut erkennen. Das habe ich mir eben sogar mal runtergeladen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, denn es ist die App Store Bibel Empfehlung. Es hat da so ein extra Kästchen bekommen. Es hat 4,5 Sterne bekommen von 5. Kostet 79 Cent. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig, worum es geht. Ich bin nach den Bildern gegangen. Jump'n'Run, Zombie-Spiele, soziale Netze, Messenger und TV-Apps, alles mögliche. Also 111 Seiten. Ja, was gibt's sonst noch? Hier nach den App-Tests kommt kommen hier nochmal so ein paar Infos, die besten Tipps für iPhone und iPod Touch, wie man Videos von YouTube direkt auf seinen iPod konvertieren kann, zum Beispiel. Solche Sachen halt. Oder hier TV. Die Mobile-Tipps, so ein bisschen Werbung haben sie auch noch gemacht, ja, okay, von mir aus. Irgendwie müssen sie sich ja finanzieren. Und das Top-Zubehör fand ich noch interessant. Ich kann das ja jetzt nicht alles vorlesen, ich muss den selber gucken. Alle Apps im Überblick, also es sind, ihr seht, wie klein das geschrieben ist, das sind ein Haufen Apps, hier diese ganzen Spalten, habt nochmal alles im Überblick mit Seitenangabe und so. Also nicht nur die beiden Seiten, es sind auch noch die beiden Seiten. Ja, und das war's dann auch schon eigentlich. Das Heft ist ziemlich cool, ich finde es lohnt sich, 5,90 €. Hier hinten steht, dass die App jetzt viermal im Jahr erscheint, allerdings steht hier nicht, wann die das nächste Mal erscheint. Das fand ich schade, also das steht bestimmt irgendwo im Magazin drin, aber ich habe das nicht gefunden. Na gut, vielleicht hat die einer von euch, dann kann das mir sagen.
dann schreibt es einfach mal in den Kommentaren hier drunter. Also die App Store Bibel Nummer 3, die erste, die ich mir gekauft habe. 1 und 2 habe ich mir nicht gekauft, da hatte ich wahrscheinlich meinen iPod noch gar nicht. 5,90 € gut investiert. Ja, wir wollen ja was über Apps erfahren. Und deswegen möchte ich die App Store Bibel jetzt nach einem echten Härtetest unterziehen. Nämlich der Gegenüberstellung mit etwas anderem. Mit einem richtig dicken Schinken. Diesem hier. Das wird schwer für die App Store Bibel. Denn, wie ihr seht, das hier ist ein richtig dicker Schinken. Wie gesagt, hat gut 1000 Seiten. Nein, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie viele Seiten. Das war jetzt ganz grob geschätzt. Die App Store Bibel allerdings nur etwa 140. Man könnte jetzt sagen, der Punkt geht an diese Bibel, aber wir müssen ja noch mehr mit einbeziehen, nämlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir wollen das über Apps erfahren. Da geben wir hier bei der App Store Bibel 5,90 € für aus. Hier geben wir zwischen 15 und 20 € für aus. Aber nachdem ich beide Bibeln sehr gut geprüft habe, muss ich sagen, die App Store Bibel bietet einfach viel, viel mehr über Apps. Ich habe kaum etwas, man kann fast sagen, nichts in dieser Version gefunden. Und dafür dann mehr als doppelt so viel auszugeben, da kann ich nur sagen, das ist Wucher. Und auch in anderen Punkten siegt hier die App Store Bibel, denn allein die Aufmachung, hier gibt es viel mehr Bilder, hier gibt es, ich muss sagen, gar keine Bilder, das hat mich schockiert. Nur Text, das will doch keiner lesen. Da kauft man sich doch die App Store Bibel, da sieht man wenigstens, wie die Apps aussehen und so weiter. Naja, insgesamt muss ich sagen, wir wollten wissen, was für neue Apps rauskommen, gut sind, wie auch immer. Die App Store Bibel schlägt dort die Einheitsübersetzung der Bibel um Längen. Hätte ich selbst gar nicht gedacht zuerst, aber nach gründlichen Untersuchungen muss ich dann doch sagen, dass die App Store Bibel für uns die bessere Bibel ist. Gut, zum Ende des Videos möchte ich euch nochmal an was erinnern. Nämlich die Giveaways, die immer noch laufen. Die silberne iPod-Hülle und die pinke im 3D-Look. Das Giveaway-Video findet ihr auf meinem Kanal. Es kamen schon gut 50 Kommentare rein. Das fand ich super. Ihr sollt ja einen Witz schreiben und mich dazu abonnieren. So könnt ihr mitmachen, auch an alle anderen, die jetzt noch nicht mitgemacht haben. Macht ruhig mit, das Ganze läuft noch ein bisschen, ihr habt noch Zeit. Am Ende wähle ich die besten Witze aus und dann bekommen die so eine Hülle. In meinem nächsten Video sage ich dann, wer gewonnen hat. Also seid gespannt. Des Weiteren vielen Dank an jetzt schon 50 Abonnenten meines Channels. Das ist für mich ziemlich viel. Ich finde das super. Mein Ziel sind die 100 Abonnenten. Die möchte ich innerhalb des nächsten Monats noch irgendwie erreichen. Also ich setze mir jetzt einen Monat Zeit. Bis zum, was haben wir heute, den 13. Bis zum 13. Februar gebe ich mir selbst Zeit, 100 Abonnenten zu erreichen. Das wird für mich schwer. Ich bin ja kein Profi. Aber ihr könnt mir helfen, indem ihr mich jetzt abonniert. Das wäre echt super. Und wenn ihr das Video noch gut bewertet, wenn es euch denn gefallen hat, dann wäre das auch super nett von euch. Alles klar, dann gebe ich euch im nächsten Video Bescheid, wer die Giveaway-Gewinner sind. Und wünsche euch noch viel Spaß. Und verabschiede mich mit einem Yuppie-Yay-Yay.